Wahrheit. Michael will sein Rohmodell auf dem Flugplatz testen. Wird er den Heli in die Luft bekommen? Michaels Zuversicht ist groß, obwohl er noch nie ein Modell mit 4 Rotoren eingeflogen hat. Und auch einen Heli mit separatem Heckrotor hat er vorher noch nie gesteuert. Das ist aber momentan Michaels kleinstes Problem. Sein Heli hebt nämlich nicht ab. In den Kopf möchte ich jetzt reinsehen. In Diedorf startet Michael seinen zweiten Flugversuch. Geändert hat er bisher nichts. Probieren wir es einfach mal nochmal. Der Heli will nicht so recht. War die Herausforderung, alleine an diesem Duell teilzunehmen, doch zu groß? Michael hat keine Ahnung, warum sein Heli nicht abhebt. Ist das die Lösung? Michael versetzt die Anlenkung, also die Verbindung vom Servo zur Taumelscheibe, um 45 Grad. Probieren wir es nochmal. Nach dem Motto, aller guten Dinge sind drei, startet Michael seinen dritten Versuch. Doch diesmal kippt der Heli noch stärker. Die Rotorblätter touchieren sogar den Rasen. Und das 4 Wochen vor der Preisverleihung auf der Modellbaumesse in Friedrichshafen. Auf Michael wartet noch jede Menge Arbeit. Eigentlich nicht zu schaffen.